Cool. Aufgabe ist es jetzt also, kurzes Dribbling durch das Stangentor, ein Pass in die Spitze, dreht sich zum Tor und schießt. Okay, spielen wir das mal bitte durch. Immer der geschossen hat, holt den Ball wieder. Genau. Und der andere wird zum Anspieler. So, worauf es mir jetzt ankommt, ist, an der Stelle sollen die erstmal selber Bewegungserfahrung sammeln. Ich gebe denen gar keine Informationen, was sie jetzt machen sollen. War gerade eigentlich schon fast zu viel mit der Auftaktbewegung und dem Blickkontakt. Hab das nur deswegen gemacht, weil Horst Wein, glaube ich, erzählt hat heute, wie war das nur, wenn die Frau zurückguckt, dann geht das Spiel los. Ja, ja, genau. Und das fand ich so toll. Deswegen habe ich das jetzt auch nochmal erwähnt. So, was wir jetzt beobachten können als Trainer in dieser Phase ist natürlich vor allen Dingen, es geht uns ja um den Spieler da vorne. Das heißt, die elementarste Geschichte, die er machen muss, ist was? Also, dass damit das überhaupt klappt. Was ist das, die Basis, das Einfachste, was er macht, was er können muss, damit er ein Tor schießen kann? Ja, er muss also irgendwie den Ball kontrollieren und zwar in Richtung Tor. Und das wäre also erstmal das Wichtigste und darauf kommt es jetzt also erstmal an. Okay, jetzt haben wir einen Abwehrspieler dabei. Wir spielen das jetzt einmal durch und ihr sagt mir, was wir, sobald wir einen Abwehrspieler dabei haben, unbedingt brauchen. Bitte, Anspiel auf die Spitze, können beide machen. Ja. Okay. Anderer Innenverteidiger zur nächsten Spitze, genau. So, was machen wir denn jetzt, wenn der Verteidiger in Ballbesitz kommt? Ein Konter, wohin? Okay. Außerdem ist er dann vielleicht ein bisschen engagierter und will auch mal den Ball, weil bisher will er ja noch gar nicht. Okay. Sollte der Verteidiger in Ballbesitz kommen? Ja, ich stelle es ein bisschen näher ran. Kontert er durch dieses Tor? Mit einem Pass. Ja, und dieses Kontertor, das kann ich natürlich unterschiedlich gestalten. Da kann ich eine Dribbellinie hinbauen, da kann ich ein Passtor hinbauen, durch das er spielen soll. Wenn ich den Spielaufbau von dem Verteidiger über außen haben will, dann stelle ich das Kontertor nach außen hin. Ich kann hier ein Großtor hinstellen, wie auch immer. Das ist letzten Endes dann auch eine Frage der Leistungsstärke und der Altersstufe, der Entwicklungsstufe. Das heißt also, kommt der Verteidiger in Ballbesitz, Pass durch das Tor. Okay? Damit habe ich dann auch automatisch die Aktivität erhöht. So, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wir haben jetzt gerade gesehen, der Verteidiger ist sehr aktiv, weil er natürlich dieses Kontertor erzielen will. Ich möchte ihn aber noch gar nicht so aktiv haben, weil ich möchte ja den Stürmer trainieren. Was kann ich tun? Ist die Frage. Jetzt könnte ich mich hinstellen und sagen, wir machen die ganze Sache mit einem Teilaktiven. Aber was ist ein Teilaktiver Gegenspieler oder ein Passiver? Also passiv wäre, der wird sofort zusammenbrechen. Stange hatten wir ja schon. Damit er Bewegungsvorsprung kriegt. Das wäre eine Idee. Man könnte also entweder einen Punkt nehmen, oder? Da kommen wir dann später. Ja? Wie können wir ihn das denn beschränken? Ja, wenn du einem Kind sagst, du machst die Bewegung nur mit, ohne einzugreifen, dann müsst ihr ja erstmal dabei, ihm das nochmal zu erklären. Wir sind jetzt ja auf einer sehr einfachen Stufe. Kann ich ihm das durch eine Regel klar machen? Also wir haben jetzt ja schon einen Vorschlag mit dem Hütchen, mit dem Punkt. Ich mache mal einen anderen Vorschlag. Das mit dem Hütchen, da kommen wir gleich drauf zurück, warum ich jetzt was anderes wähle. Einmal bitte 4 weiße Hütchen. So, für die Abwehrspieler. Das ist der Raum, in dem ihr verteidigen dürft. Das heißt also, in diesem Raum könnt ihr richtig aktiv drangehen und in Ballbesitz kommen.
Ja, machen wir ruhig noch ein kleines bisschen größer. In so einer Trapezform ein bisschen. Nee, das lass mal stehen. So, das heißt also, wenn du in diesem Raum in Ballbesitz kommst, Konter auf das Tor. Was wirst du jetzt natürlich versuchen, werden wir sehen. Okay. Ja, und Konter. Für die Abwehrspieler, der Raum gilt nur so lange, bis der Pass gespielt wurde. Wenn er den einmal angenommen hat, dann dürfte er auch außen hinterher spielen. Aha. Okay, was möchte ich denn erreichen, was der Stürmer macht? Er soll sich ja lösen, ne? Das möchte ich ja. Er soll sich lösen aus der Tiefe. Das heißt also, als Stürmer würde ich doch jetzt versuchen, aus diesem Raum rauszukommen, damit der Verteidiger mich gar nicht mehr angreifen kann. Versuch doch mal als Stürmer, dich nicht mehr angreifbar zu machen, wenn du einen ersten Ballkontakt hast. Weißt du, wo du da hin musst? Ja, guck doch mal. Versuch mal. Und komm, und dreh dich und mach das Tor. Oh, klasse. Toller Torwart da im Tor. So, für unsere Stürmer, weil um die geht es uns ja. Wie komme ich denn am besten von ihm weg? Körperkontakt, ein Vorschlag. Ja, hab den Blickkontakt aufgebaut. Im Augenblick, wo der Mittelfeldspieler durchkommt, komm mal. Dann kann ich mich hier abdrücken und bin da. Und bin weg. Wo will ich nämlich mit einer Auftaktbewegung erreichen? Ich will meinen Abwehrspieler dahin bringen, wo er nicht mehr stört. Entweder durch den Lauf oder durch den Einsatz. Das heißt also, die Auftaktbewegung, die ich brauche, wenn es losgeht, geht entweder gegen ihn, ohne Foul zu spielen. Horst Rubesch hat mir irgendwann mal erklärt, als Stürmer habe ich das immer so gemacht und bin dann weggekommen. Ich habe den Fuß des Gegners eingesetzt, aber wir wollen auch zu Fairness entziehen. Das heißt, ich suche den Kontakt, drücke mich ab. Oder aber ich mache die Auftaktbewegung hierhin. Was macht der Verteidiger dann? Und komm dann. Wichtig ist aber dann auch der Augenkontakt. So, versucht das mal. Euch zu lösen von eurem Abwehrspieler, entgegenzukommen und euch dann zum Tor zu drehen, weil da wollt ihr ja hin. Na, und unserer Katze da mal einen reinhauen. Jawohl. Gut, dreh dich zum Tor. Ja, und mach das Tor.